Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. So, Daisy, heute ist dein Tag. Ja. Wir haben für dich schon gesungen. Ja. Ne, um mitten 0 Uhr, in der Nacht. Mitten in der Nacht. Aber heute ist genau dein Tag. Du darfst heute entscheiden, was du machen möchtest. Spaß, nein. Ich wollte gerade sagen, weil ihr habt doch geplant. Ja, safe. Weil du jetzt alt bist, musst du jetzt heute Trampolin springen. Komm. Hier, Benne, Ocean, wie geht's euch? Benne. Benne, habt ihr Daisy schon zum Geburtstag gratuliert? Sie hat heute Geburtstag. Gratulier mal. Geh zu Daisy. Komm, Benne, geh mal. Komm, Benne. Ocean, komm, gratulier mal. Guck, die gratulieren alle. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose. Okay, das reicht, ehrlich. Komm, du musst jetzt einmal springen. Heute ist dein Geburtstag und man macht da immer so verbotene Sachen, weißt du? Ah, okay. Darf nicht auf den Mama! Aha. Mama! Ja. So, Kaden, Kidaya, Mama muss jetzt Trampolin springen. Es ist Mamas Geburtstag. Mama muss Trampolin springen. Mama muss Trampolin springen. Mama muss Trampolin springen. Mama muss. Komm, los! Onkel Paul, you need to come outside. Ey, guck mal, wie das Ding runtergeht. Guck mal. Guck mal, oh mein Gott. Egal, komm. Oh mein Gott. So. Jetzt, oh, nicht, dass man auf einmal hier was sieht, was man nicht sehen möchte hier. Ja. Pass auf, ne? Nicht, dass du umknickst. Ne? Ich meinte schon, du den. Kinder, pass auf. Das ist doch kein Springen, du musst mal richtig springen. Spring und dann singen wir Happy Birthday. Komm. Happy Birthday. Genau, komm, alle, komm, Kay. Kinaya, wir singen mal für Mama. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday to you. Hip, 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 hurra! Kay, jetzt musst du mit Mama und Kinaya mit Bälle Mama bewerfen. Komm, bewerf mal. Bewerf mal Mama. Hallo, nein. Doch, Kay, gib mal ein Bälle. Gib mal ein paar Bälle. Ich bewerf Mama jetzt. Ich brauch Bälle. Ja, egal. So, Leute, jetzt sind wir im Auto. Es geht gleich los. Kyrie sieht auch richtig gut aus. Kayden auch. Und ich hab eine Kina auch. Ja, deine Schuhe sind echt cool. Wow, Nikes. So, und da hinten sind die zwei Rabauken, die kommen ja auch mit. Guck mal, und Kupama. Weiß zwar nicht, was sie an meinem Geburtstag hier zu machen. Ja, ne, so hab ich auch irgendwie was gefühlt. Eigentlich dachte ich mir so, okay, langsam jetzt, ne, jetzt wollen wir auch mal Privatsphäre, ne? So, wir können die immer noch wegschicken, was sagst du? Jetzt sitzen die ja schon hier, wenn man jetzt sagt, steig mal wieder aus. Ja, ist doch egal. So ein Mensch bin ich dann auch nicht. Also du lädst die dann zu deinem Geburtstag Papa. Ein. Die wurden ja anscheinend eingeladen. Dann kann ich von niemandem, die haben sich selbst eingeladen. Ja, deshalb frage ich ja gerade. Ich so, jetzt sind wir hier unterwegs. Guck mal hier, er macht sauber mit der Hoffnung, dass ich Geld gebe. Ich habe leider kein Kleingeld. Jetzt hätte ich dir Geld gegeben. Steigt sogar auf 3. Ey, so süß, Digga, guck mal. Achso, doch, ich habe. Das gibt mir 50, oder? Dein Geburtstag, darum feiern wir. Yeah. Kreisverkehr, Leute, ist immer so ein Stressfaktor. Man muss sich durchhupen. Also Blinken bringt gar nichts. Auf Blinken wird ein Kack gegeben. So, what is this? What is this? Octopus. Fish? Octopus. Octopus? Yeah. How much is one? Das stinkt, ja. How much is one? Yeah, 250. 250? Yeah. Oh, stinkt. Oh, stinkt tot. Das kostet 250, das möchtest du holen an deinem Geburtstag? Nee, danke. Tintenfisch? Nee. Nein? So, ey, ohne. Yeah! Jetzt sind wir angekommen, endlich. Also, da wollen wir jetzt hin. Empfehlung von meiner Sis. Whee! Disco-Kugeln. Es kommt von da.
Aber ich muss wirklich sagen, dass sie echt schön aussieht, ne? Schön groß. So Leute, ich zeige euch das mal ein bisschen. Es ist schön groß hier, ja? Wow. Sieht richtig schön aus. Guck mal hier. Das sieht auch richtig schön aus da drin, oder? Die fertigen Pizzen auch noch so. Das ist auch richtig schön. Guck mal, da feiert jemand auch seinen Geburtstag. Ja. Voll schön, ne? So, Hübschi. Was möchtest du haben? Guck mal hier, die haben auch sehr, sehr viele. Guck mal hier, das Coffee, das Bubblegum, das Strawberry Cheesecake. Oh, White Chocolate, Black Forest, Stracciatella, New. Ich weiß nicht, da steht einfach New. Karamell. Oh, ey, das sieht ja richtig lecker aus, Leute. Oh, Accra sogar. Accra. Oreo, Biscuit, Kinder. Oreo. Tina, was möchtest du bestellen? Blau, ne? Ich möchte auch blau bestellen. Bubble? Okay, möchtest du auch Bubble? Ja, das ist Bubblegum. Möchtet ihr alle drei Bubblegum bestellen? Ja. Wow, okay, dann bist du. Ich möchte blau. Bubblegum, sag mal Bubblegum. 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 Falsch. Tina, was machst du da? Entweder sitzen oder nicht. Unterhaltet euch. Was ist das? Ja, das ist das hier. Das ist das Licht. Keine Angst, setz dich hin. Komm, setz dich hin. Ihr könnt euer Businessplan besprechen, was ihr vorhabt und so, ja? Ihr kleinen Kakerlaken, ja? Hey, doch, ihr seid Kakerlaken. Also Becher, genau. Ihr kriegt und jetzt euer Bubblegum. Ja. Okay, erstmal Bubblegum. Nummer 1, Kina für dich. Mmh, lecker. Das sieht ja richtig lecker aus. Nein, aber wir wollen Waffeln. Nein, Waffeln dürft ihr nicht, weil sonst macht ihr euch dreckig. Und Kinder, wie schmeckt's? Lecker. Lecker? Ich setz dich hin. Und wie schmeckt's? Probier mal. Hast du probiert? Ich hab auch. Hast du schon probiert? Hallo? Oh mein Gott. Schmier das nicht an dein Shirt. Kate, okay, hast du schon probiert? Wie schmeckt das? Gut. Gut? Ich hab das auch probiert. Du auch? Ja. Wie schmeckt das? So, die hübsche Dame, was haben Sie denn da? Kokos schmeckt aber richtig lecker. Kokos haben Sie? Kokos und Cookie. Kokos und Cookie. Oh, lecker, lecker, lecker. Erde. Erde, ne? Interessant, oder? Finde ich auch. Die Kids meinten, das schmeckt. Jetzt bist du noch. Hauptsache, dir geht es gut, ja? Doch, ja, das schmeckt dir. Mmh, lecker. Was meinst du, Kina? Ob ich probieren möchte? Gib mal ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen zu Mmh. Okay, was machst du da? Rührst du? Ja. Schmeckt echt lecker, ne? Finde ich auch. Nicht so süß in die Mitte, ne? Weißt du noch, bei Frika Bubble Tea, das war Katastrophe. Das erste Mal übrigens sind wir hier, Leute, damit ihr wisst. Und wir sind positiv überzeugt. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Guck mal, wie Kay reingehauen hat. Kay ist fertig. Okay, kannst du meins kurz halten? Ich möchte Mamas probieren. So, jetzt probiere ich von Daisy Ratnasari, Geburtstagskind. Probiere ich jetzt hier Eiscreme. Was ist das nochmal? Cookies? Oh, unglaublich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe nichts auszusetzen. Perfekt. Beste. Kommt einfach hier hin und versucht selber. So, jetzt haben wir ein Problem. Wie kommen wir jetzt da raus? Wie kommen wir da raus? Jemand hat uns zugepackt. Unglaublich, Mann. Unglaublich, ehrlich. Wer macht denn so? Und was sagst du, wie war es für dich? Das war lecker, ne? Ja, was der jetzt Kuchen da? Ist ein bisschen trocken. Was für ein Kuchen ist das, sag mal? Weiß nicht, so Marmorkuchen oder so. Nimm mal komplett raus. So sah der aus. Marmor, aber ist extrem trocken, meinst du, ne? Ja, der ist leider echt sehr trocken. Weißt du, was ich meine? Aber vom Geschmack ging der echt schon... Aber echt trocken. Oh. Was meinst du? Was sollen wir jetzt machen? Warten, ne? Wir sollen ja zu Fuß laufen, ne? Zu Fuß laufen? Glaubst du? Oder sollen wir Trottel nehmen? Was denn? Trottel nehmen? Das Auto einfach hier stehen lassen, Kane, sagst du? So, zum Glück können wir jetzt fahren. Komm, los einsteigen. Komm, Kina. So, Leute, Location 1 war Pocosinius, Pichonio. Pinocchio, genau. Und Location Nummer 2 ist? Das ist Location Nummer 2, Shukum. Shukum? Oh, das sieht richtig geil aus. Ja, das sieht richtig schön aus. Ja, das sieht richtig schön aus. So, was sagen Sie dazu? Ich habe Hunger. Ja, das hat doch nicht mit Hunger zu tun. Ich meine, wie sieht das aus? Das sieht
wow aus. Wow. Das sieht traumhaft aus. Warst du schon, also seitdem wir hier sind, schon mal bei sowas essen? Nee. Ja, guck, das ist das erste Mal. Das bedeutet, dass dein Geburtstag was Besonderes ist, oder nicht? Das bedeutet, dass dein Geburtstag was Besonderes ist, deswegen genieß heute den Tag. Genau. Okay, hast du Mama Happy Birthday gesagt? Komm, lass mal nochmal singen. Ja, du bist das für mich. Mund zu Happy Birthday, Ma. Hey, hallo. Mund zu Happy Birthday, Ma Daisy. To you. Happy Birthday, liebe Daisy. Happy Birthday to you. Hip, hip, hip. Hooray! Hip, hip, hip. Hooray! Thank you! Hip, hip, hip! Hooray! 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 Ja, okay, ich warte doch jetzt. Die sind schon jetzt rübergegangen, ne? Jetzt müssen wir warten. Daisy, ich glaube, es wird schwer sein, ja? Ich glaube, sie wollen einen Dresscode. Ja, aber das Ding ist, guck mal, wie ich unterwegs bin, Leute, guck mal. Ja, du, keine Ahnung, du hast auch Latschen an. Ey, das wäre schon gut peinlich, wenn wir nicht reinkommen, ne? Ja, ehrlich, peinlich. Wegen Dresscode. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein komisches Gefühl. Ich hoffe nicht, weil ich habe keinen Bock, jetzt nochmal woanders zu tun. Ich habe auch gar keinen Bock. Die ist voll schön, voll gemütlich auch. So einladend auch, ne? Ja, das ist eigentlich schön. Das sieht richtig schön aus. Kinder, tschüss! Wow! Oh, die guckt mich schon so an, als würde ich hier nicht reinpassen. Wow, jetzt wollen wir mal schön essen. So, jetzt haben wir ein Problem hier. Das sieht zwar richtig schön aus, aber es ist richtig kalt, ne? Aber warte mal kurz. Hier, guck mal, hier ist auch so ein Vorraum. Oh, das sieht aber auch richtig geil aus, Leute. Wow. Ich muss wirklich sagen, die Location ist richtig schön. Wow. Richtig positiv überzeugt, ehrlich. Draußen kann man auch. Da ist ja unser Auto. Ich bin ehrlich, ne? Guck mal, deswegen meinte ich Daisy, man muss Kopf einschalten. Deswegen meine ich Pulli mitnehmen. Ja, aber das sieht voll schön aus, ja, Leute. Okay, was sagst du zur Location, Kay? Kay, was sagst du zur Location? Ist schön, ne? Ja, man kann hier Sushi essen. Sushi? Ja. Daisy, was sagst du? Was bestellst du heute? Sushi. Sushi? Oh, ihr, das heißt, man kann so viel hinstellen und dann dreht man einfach. Dann sagt man so, Kane, probier mal das. Ja. Dann schiebe ich jetzt zu Kane. Kane, hast du probiert? Dann will ich das wieder zurückhaben. Ne? Ja. Dann sage ich so, Daisy, probier mal. Weil ich so zu Daisy, dann mach ich weg. Und ich so, nein, 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 nein. Ja. Und du, Kina, isst schon? Was hast du auf deinem Teller? Hallo, was hast du auf deinem Teller? Oh, lecker. Mit Nudeln. So Leute, jetzt haben wir das hier bekommen. Das sieht richtig schön aus. Ich muss wirklich sagen, die Bearbeitung ist auch sehr, sehr schön, ne, Daisy? Ja, Mann. Richtig Qualität, muss man sagen. Jetzt gucken wir mal, was es zu essen gibt. Also ich wollte jetzt nicht wie in der Schule jetzt lesen, was hier. Ist es jetzt ein Buch oder ist es jetzt irgendwie Speisekarte? Nein, es hat nichts mit Kuchen zu tun. Also ich wollte jetzt die Story nicht lesen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin mit einer teuren Frau unterwegs, deswegen muss man noch teuer essen gehen. Wow. Ja, Mann. Japanese Menü. Also, Daisy, bist du eigentlich nicht aus Japan? Was? Bist du eigentlich nicht aus Japan? Nee, aus Indonesien. Deine Haare sind so strohig geworden, ne? Warum? Ja, vom Wind. Was denn? Vom Wind. Oder vom Glätten einfach. Du machst deine Haare kaputt dadurch auch. Vom Wind. Nein, vom Glätten. Okay, du hast recht. Heute ist dein Tag. Ey, du hast AIDS. Ich möchte gar nicht mit dir diskutieren. Du hast immer recht. Also, Daisy, du kannst alles bestellen. Was haben die da? Oh, das sieht ja richtig lecker aus, ne? Also, drei Sushi kosten wie viel? Nur drei Stück. 100 Cedis oder? Nur drei Stück kosten 100 Cedis, Leute. Leute, ich habe Daisys Vater hier gesehen. Mann, der ist jetzt reingegangen. Was macht dein Vater hier, Mann? Das müsste ich ja nicht zahlen, das wäre so heftig, ne? Was macht dein Vater hier? Guck mal, da ist auch noch dein Onkel. Er geht gerade rein. Was denn? Mein Onkel macht unser Essen. Kannst du bitte reingehen und sagen, er soll umsonst machen? Ja, Mann, die Frage. Okay. Daisys Schwester einfach. Also wieso findest du, also was meinst du, Daisy? Hart ist unübersichtlich. Wieso? Da sind so Bilder drin, du kannst aber nicht den Preis dann davon sehen. Das ist ja, dann hol die mal, dann können die dir helfen. Kann ich schon verstehen. Also es sieht schon mal richtig lecker aus. Aber ich glaube, du musst hier gucken, hier steht der Name und dann... Guck mal hier, die sehen aus wie schwarze Chinesen. I like yours. Chicken Nudel. Ist nice, nice, man. Naja, Nudeln oder Reis?
Nice. So, Ken ist kurz auf Klo. Das ist die Toilette hier. Ich muss wirklich sagen, die Toilette ist top. Jeder, der hier war, ihr wisst ganz genau, Leute, so viele Toiletten sind so, ihr wisst Bescheid, richtig ranzig. Und hier, Leute, man kann hier auf Klo gehen und man kann direkt hier einschlafen. So sieht das aus. Guck mal, das ist so schön, Leute, ohne Spaß. Die Location ist echt nice. Aber ich muss wirklich sagen, was Essen angeht, unsere Leute, das ist gottlos. Die Preise sind gottlos. Da würden wir viel, viel besser woanders auch essen gehen, wo es teuer ist. Aber hier ist es zu überteuert. Ich glaube, der Laden ist dieses Jahr gegründet worden. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir sind hier. Daisy hat Geburtstag, ist eigentlich egal. Wir geben Geld aus heute für sie. Weil man hat nur einmal im Jahr Geburtstag. Ihr wisst Bescheid an der Stelle. Peace. Nee, schreibt mal auf jeden Fall, Leute, was sagt ihr? Wie sieht das aus? Nice, oder? So, Leute, Daisy hat ein Getränk bekommen. Wie hieß das nochmal? Zombie? Zombie, und guck mal hier. Alter Schwede, das sieht ja richtig geil aus. Kane kriegt Angst, guck mal, Kanes Gesicht aus. Kane, du musst chillen, das ist nur Zombie. Ein Cocktail. Okay, dann probieren wir und sag mal, wie das schmeckt. Was sagst du, schmeckt? Schmeckt echt frisch. Oh, yummy. Mein Sushi. Wie schmeckt das? Probier mal. Nicht schlecht. Wow. Was tun wir mit dir? Wow, so groß. Schaffst du das? Ja. Sag mal, was hast du? Oh, das sieht richtig lecker aus. Ne? Oh, und dann erstmal. Kannst du ein Schäfchen essen? Ich wusste das gar nicht. Das ja, guck mal so. Erstmal kleine Portion. Kula, sag mal, wie das ist. Sehr schön. Eine schwarze Chinesin hier. Guten Appetit, Kina. Danke. Okay, guten Appetit. Danke. Hübsche Frau. Geburtstagskind. Guten Appetit. Paris, guten Appetit. Danke. Hier, Daisy hat jetzt ein Special bekommen. Wow, dank meiner Schwester, weil meine Schwester gesagt hat, komm. Ne? Ich glaube, der meinte, komm, ich kläre dir jetzt ein Sushi-Geschenk. Weil wir so lange gewartet haben, ja. Dann hat sie das hier bekommen. Wow, das sieht auch richtig lecker aus. Wow. Leute, das ist unglaublich hier. Wow. So, ich meinte, die können sich gönnen. So ist es, mal gucken, ob die leer gemacht haben. Und so, boah, everything good. Drehen. Ich muss auch alles probieren. So, jetzt haben wir fertig gegessen. Wie war das Essen für dich? War sehr lecker, muss man echt sagen. Also 4 Sterne. So, wir haben auf jeden Fall was mitgenommen, was wir nicht geschafft haben, weil für den Preis hier. Muss man alles mitnehmen. Kane, okay, wie war es für dich? Was war am leckersten? Alles. Tina, war das lecker für dich? Happy Birthday to you. Das kam ja unerwartet, ne? Guck mal, wie groß das ist. Der Best Manager hier. Hey. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Komm. Yeah. Thank you very much. Thank you. Ein Überraschungseffekt, oder? Ja. Na? Ja, Mama hat Geburtstag, ne? Oh, mein Schatzi. Wie war's für dich? Kannst du am meisten nicht, wie man sich zu verhalten hat? Ich weiß, aber es ist doch schön, oder? Aber der Tod ist ja so groß, das reicht für uns alle hier. Das, was gezählt hat, ist, dass das hier auf jeden Fall anging wie ein Feuerwerk, ne? Und das hier kannst du ja alleine aufessen, ne? Und, wie schmeckt's? Mama! Mmh, was sagst du? Ist lecker? Karamell, Kekse. Wow, happy birthday. Okay, was für der Pfeff hast du da rausgeholt? Wow. Also, du hast es geöffnet, wie viel sind das? Zu viel, wir sind schwach. Das ist der Preis. Für deinen Geburtstag gerne. Gar kein Problem. Und schmeckt die, ne? Okay, dann lass mal bezahlen. Raus hier, ne? Bye-bye. Bye-bye. Und war lecker für euch? Ja. Was sagst du? Ich meine, das Beste kommt zum Schluss. Ja, du, ne? Heute ist dein Tag, du weißt. Heute darfst du alles. Du darfst mucken, du darfst alles heute. Der Bohnen ist das. Ist es dein Business? Nein. Ja, also. Komm jetzt. Nimm Mamas Hand jetzt. Los. Hier bin ich. Guck mal, das ist gefährlich. Mamas Hand. Komm, alle Händchen halten. Stopp. Komm rüber. Wir haben es geschafft. Oh, mein Schuh. Thank you. Das Wichtigste ist, dass Daisy ihr Geburtstag jetzt wieder mal erfolgreich feiern konnte. Ne? Hast nicht damit gerechnet, dass Leute kommen und gehen? Ne? Was? Na, natürlich nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt und dann ist gut. Das ist, wir zahlen und dann hauen wir ab, ne? Ja. Ja, und jetzt gehen wir jetzt. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt tanzen. Wie heißt es da? Afro-Kiko, sag mal. Afro-Kiko. Ja, komm. So, jetzt sagen wir alle tschüss. Bye-bye. Tschüss.
Babayo! Baba! Baba! Maayo! Don't cry, oh! Don't cry, oh! Yeah! Ayike jisho shayo! Ayayo! Ayayo! Alle drehen durch! Ayiko tuka shayo! Maayo! Don't cry, oh! Abiko biko shayo! Kina, keiner sagt Kaka, was mit dir? Bye-yo. Jetzt sind wir da! Afro-Kiko! Afro-Kiko! Afro-Kiko, Kiko, Kiko, jetzt müssen wir Partner suchen. Der Partner wird schwierig, ja? Afro-Kiko bedeutet Cookie. Komm, nur einmal stehen. I have a mother and a daughter birthday jam. Oh, Kerner, geh mal mit dir mit, Digga, damit du nicht. No quotes, schau ich mal mit dir. Geh hin. Da geht. Oh, that's the husband. But she can't dance, she can't dance. Is that a husband? How about your husband sing happy birthday for you? Okay, so husband, come on, come on, come on, come on. Oh, hey, good. Hey, son, join us. Come, come. Okay, so sing happy birthday for her. Be emotional. Show how much you love her. Huh? No, no, what? Okay. Sing in any language of your choice. Come on. Hey, kid, join me. My little girl, come, come, come. Then the one at the back. So renew your love right now. He's going to renew it. Is your birthday too? Doreen. Okay, so Doreen. Okay, so Doreen, he says if you come here right now, he will sing for you. So please join us. Okay. No, 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 but yours first. Madam, stand here. Look into her eyes. Because you're a fine looking young man. Okay. Don't worry, we are used to all sort of voice. We are used to Guinness voice, vodka voice. Okay, so sing for your wife. Okay.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wait. Let me do it again. Sorry. Oh, shit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ruby Daisy. Happy birthday to you. That was good for the birthday. Last one. You see, dance is also a bonner. Dance with your wife. Hold it. Last one. One dance. One more dance. Save the last dance. One more dance. Guys, show them some love. So, one more dance. You and your loved one. Beautiful. Those of you who don't believe in love, it does do exist. Let's go, hey! Come on, let's go, hey! Okay, hattest du Spaß? Nein. Travis, hattest du Spaß? Warum? Ihr sagt nein, ich habe euch doch gerufen, ihr sollt auf die Bühne kommen, ihr wolltet nicht. Was good for you? Yes. Geburtstagskind, was sagst du? Es war echt schön. Das war doch schön, ne? Chaotisch, ja. Aber doch schön, oder? Chaotisch, aber am Ende doch schön, ja. Genau, Kinder nicht trinken Cola. Nee. So, aber das war es nicht alles, ne? Also heute war so ein bisschen so Vorspeise. Das heißt, ja, also jetzt ist, also nicht, dass du mich falsch verstehst, aber wir haben ja den Tag eh jetzt verbracht, ne, ja. Mit Ei. Aber es ist ja auch noch mal schön, irgendwie dann nochmal, weißt du? So. Okay. Aber wie gesagt. Ich weiß nicht, wovon er redet, aber ja. Ja, ich meine, auf den. Er hat noch was Gott ist aber Spaß. Ja. Ja, aber nicht für heute. Okay. Weißt du? Ich hatte Spaß, danke für diesen schönen Tag. Danke, dass du für mich vor 100 Leuten gesungen hast. Oh mein Gott, ich hab wirklich viel geschwitzt. Ich hab so geschwitzt, noch. Ne? Ich schwitze jetzt noch, du weißt so. Guck mal hier. Leute, ist alles nass. Hier. Guck, seht ihr das? Aber also. Hast du gut gemacht, danke. Hab ich gut gemacht, ne? Ja. Boah, das war schon, ne? Also das war jetzt eigentlich gar nicht, ne? Es gibt Leute, die machen vor noch mehr Leuten, 10.000 ne? Leuten oder so Heiratsantrag. Das war ja nicht mal ein Heiratsantrag, überleg mal.